Es gibt in vielen Projektregionen gute Strategien und Modelle. Das stellte die Gesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtentäler bei der Abschlussveranstaltung des Projekts Lokale Zukunftswerkstätten zur Sicherung der ärztlichen Versorgung fest. Das Projekt wurde im Herbst 2014 im Rahmen des Zukunftsprogramms Gesundheit und Pflege 2020 auf den Weg gebracht. Im Vordergrund stand die Frage, wie junge Ärztinnen und Ärzte für eine Tätigkeit im ländlichen Raum gewonnen werden können. In der Abteilung Sicherstellung der KV Rheinland-Pfalz arbeitet man intensiv an Ideen. Zusammen mit der Landesärztekammer, der Krankenhausgesellschaft und der Unimedizin wurden spezielle Angebote entwickelt, um die Weiterbildung in der Allgemeinmedizin zu fördern. Wir haben zum einen die Förderung der Allgemeinmedizin in Höhe von bis zu 4.800 Euro pro Monat, wenn man eine Vollzeitstelle hat. Wir haben die Koordinierungsstelle Weiterbildung, die hier bei uns in der Kassenärztlichen Vereinigung eingerichtet ist. Und jetzt kam eben noch abrundend das Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin dazu. Dr. Peter Heinz, der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz, betonte dann auch auf der Veranstaltung am 4. Juni, dass die KV Rheinland-Pfalz alles daran setzt, ihrem Sicherstellungsauftrag nachzukommen. Die verschiedenen Programme und Fördermöglichkeiten sollen den jungen Medizinerinnen und Medizinern frühzeitig zeigen, warum sich die Niederlassung in Rheinland-Pfalz lohnt. Ganz neu ab Juni gibt es nun auch ein Beratungsangebot speziell für die Kommunen, das gemeinsam von der KV Rheinland-Pfalz und dem Land finanziert wird. An sogenannten Thementischen wurden ausgewählte Projekte vorgestellt. Kooperationsmodelle mit unterschiedlichen Partnern, Versorgungszentren in unterschiedlichen Formen und die Koordinierungsstelle sowie das Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin. Meine Erwartungen sind, dass die Abstimmung und auch die Zusammenarbeit weiterhin so erfolgreich fortgeführt wird, dass wir Anziehungspunkt werden für die Ärzte in Weiterbildung. Wir bieten der neuen Generation etwas. Wir haben ein Rundumpaket für die jungen Ärzte und ich hoffe, dass das auch angenommen wird und dass es als Magnet funktioniert.